Herzlich willkommen. In diesem Video möchten wir Ihnen gerne die Abläufe in unserem Zentrum erläutern. Und wir hoffen Ihnen dabei, einen interessanten Einblick hinter unsere Kulissen geben zu können. Das Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen ist eine der führenden Einrichtungen zur Strahlentherapie mit Protonen in Deutschland. Unser Klinikpersonal behandelt im WPE Personen mit Tumoren an empfindlichen Stellen im menschlichen Körper, die nicht oder nur schwierig operabel sind. Ihre erste Anlaufstelle ist unser Team im Case Management. Es nimmt Ihren Anruf entgegen, sammelt alle wichtigen Informationen und erklärt Ihnen, wie es anschließend weitergeht. Das Case Management stellt auch Ihre Dokumentenakte zusammen, gibt sie weiter an unser medizinisches Fachpersonal und kümmert sich um einen ersten Besprechungstermin bei uns. An diesem vereinbarten Tag melden Sie sich bitte bei unserem Ambulanzteam im Erdgeschoss. Es nimmt Sie in Empfang und kümmert sich um Sie. Dieses Team ist auch während der gesamten Therapie Ihr zuverlässiger Ansprechpartner im WPE. Die Ärztin oder der Arzt bespricht dann mit Ihnen die vorhandenen Untersuchungsergebnisse und plant sowohl die Bestrahlung als auch die dazugehörigen Termine gemeinsam mit Ihnen. Innerhalb von 14 Tagen beginnen die ersten Vorbereitungen für die Therapie. Unsere medizinisch-technischen Radiologie-Assistentinnen und Assistenten fertigen Lagerungshilfen an, damit sie sich während der Behandlung nicht bewegen und die Bestrahlungen millimetergenau durchgeführt werden können. Bei Bestrahlungen im Kopf-Hals-Bereich wird zunächst eine individuelle Maske angefertigt. Die Hilfsmittel dienen der exakten Lagerung. Die für die Bestrahlung notwendigen Markierungen werden auf der Maske angebracht und nicht auf der Haut. Das gleiche Team führt mit Ihnen ebenfalls eine Computertomographie durch. Mit diesen Daten kann dann unser Fachpersonal für Medizinphysik in Abstimmung mit dem medizinischen Personal Ihren persönlichen 3D-Bestrahlungsplan erstellen, um im Zielgebiet eine ausreichende Dosis zu erreichen und gleichzeitig das umgebende Gewebe zu schonen. Abhängig von Ihrem Krankheitsbild ist die gesamte Protonenstrahltherapie auf mehrere Wochen und Sitzungen verteilt. Das macht die gesamte Behandlung verträglicher. Eine einzelne Sitzung mit der Einstellung der Lagerungshilfen dauert durchschnittlich eine halbe Stunde. Die eigentliche Bestrahlung dauert selbst nur wenige Minuten und das WPE-Team hält zu Ihnen in dieser Zeit eine Video- und Sprechverbindung. Am Ende der Therapie führen wir mit Ihnen ein ausführliches Abschlussgespräch. Wir reden über den Verlauf der gesamten Strahlentherapie und über die Planung der weiteren therapeutischen Nachsorge. Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einen interessanten Einblick in unser Zentrum geben konnten. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unser Case Management.